So, ihr Lieben, willkommen zurück bei einer neuen Folge Animalia Survival. Wie man sieht, geht es bei unserem Rhinoceros-Jungen weiter. Hier sind jetzt gerade 20 Spieler online neben mir. Also nicht ganz so viel, aber schon mal mehr als gestern oder beim letzten Mal. Unsere Chancen steigen langsam, dass wir hoffentlich bald ein Weibchen finden. Ich möchte auch auf diesem Server demnächst mal mit dem Karnivoren anfangen. Ich bin nur noch nicht sicher mit was, ob ich einen Löwen nehme, beziehungsweise eine Löwin oder einen Leoparden. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Bis jetzt habe ich ja den Elefanten, den ich gerne mal eintauschen möchte gegen einen geborenen Ele. Elefanten habe ich eigentlich auf jedem Server gerne mal, also auf jedem, wo ich drauf spiele natürlich. Ist hier gar keiner unterwegs? Wild Beast. Cool. Ich glaube, ich möchte lieber erstmal weiter gucken, ob wir hier ein Weibchen irgendwo finden können. Habe ich was gehört? Ich glaube nicht. Oder generell irgendwelche anderen Tiere. Dafür gehen wir jetzt erstmal hier an diesen Ort hier zurück. Ich glaube, diese Folge wäre, obwohl ich kann eigentlich einen Timer laufen lassen. Ich mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich das vergessen habe. Jetzt dachte ich erst, also ich schneide die Folge dann, aber muss ich zwing nicht zwingend machen. Auch wenn ich länger spiele, dann nehme ich halt gleich mehrere Folgen am Stück auf. Ist auch nicht so verkehrt. Da spare ich mir das Schneiden. Kurz den Timer setzen wir mal auf 30 Minuten. So. Runde Zahl. Jetzt gehen wir mal da hinten hin. Wo ist das noch? Ach, da die Richtung, ne? Ja, genau. Da muss ich lang. Da kommen wir auf diesem Weg hier relativ schnell hin. Wenn ich Wildbeasts höre, könnte es gut sein, dass die sich da vielleicht rumtreiben. Wenn nicht, habe ich auch noch ein paar Orte, wo wir mal gucken können. Zu gefährlich darf es natürlich nicht werden. Ich gehe doch gerade in eine falsche Richtung. Oh, Löwe, Löwe, Löwe! Greift er mich an? Das ist ein Elder. Nein, okay. Wieso bin ich die falsche Richtung gegangen? Wo ist denn nochmal richtig? Doch, hier ist doch richtig. Da bin ich jetzt doof. Nee, hier ist nicht richtig. Da hinten muss ich hin. Oder, oh Mann, ich bin gerade echt verwirrt. Ich bin doch aber in diesem See. Ja, klar. Wir übertreiben es mal nicht mit dem Wegrennen, nicht, dass er uns danach jagt. Weil der nett zu sein scheint.
Aber gut, der ist auch alleine unterwegs. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wo es lang geht. Obwohl ich die ganze Zeit vorhin auch schon gespielt habe. Hier, ne? Hier geradeaus, wo die Berge sind. Da irgendwo durch, glaube ich. Ja, da geradeaus durch. Hier ist es. Die Richtung. Oh, ich traue ihm nicht. Nee, er macht aber. Ja. Der ist auch dahin auf dem Weg, glaube ich, so wie das aussieht. Yay, wir drin. Ja, genau, hier geht's lang. Nicht, dass er denkt, das Schnauben wäre angriffslustig. Klingt nämlich schon ein bisschen unfreundlich. Aber ich bin ja nur auf der Suche nach Weibchen. Da oben liegt einer. Ist er das? Bin ja dabei ziemlich schnell. Muss er sein. Oh, Baby Rhino. Jetzt müssen wir mal gucken. Lädt er? Ah ja, perfekt. Female? Wichtigste Frage zuerst. Ach, da kommen wir nicht hoch. Ja, Baby. So süß. Da haben wir gleich einen kleinen Zögling. Einen kleinen niedlichen Zögling. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen, ne? Schlecht sagen. Er rennt. Du übertreibst nicht, Mister. Hier ist irgendwo ein Löwe, wie du ganz richtig erkannt hast.
Mann, ich wollte ein Weibchen. Naja. Krieg ich aber nicht. Oh, Ele. Und Löwe. Voll niedlich. Ich war bei Rhinos bis jetzt immer nur das Baby. Ich hatte aber noch nie eins dabei. Das ist ein anderer Löwe, sind mehrere. Aber der liegt direkt beim Ele. Die scheinen auch freundlich zu sein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Normally not. Ist das ein... Ist das ein... Nee, nur ein dunkler Leo. Ich dachte schon, es wäre ein Panther. Es gibt nämlich ein paar solche speziellen Farben, die man gekriegt hat, wenn man die Leute auf dem Discord unterstützt hat. Also die offiziellen Animalia Survival Seite, wenn man die unterstützt hat. Ich hätte ja gerne, aber meine Zahlungsmethoden hätten gar nicht funktioniert. Aber dem Leo traue ich trotzdem nicht so ganz. Oh, yes. Geht er rein? Oder soll ich? Scheint doch in der Gruppe zu sein. Mama. Ich habe ja keinen Bonus. So, jetzt. Oh, tatsächlich. Gar nicht gemerkt. Ein bisschen habe ich gar nicht gemerkt. Schon okay. Trotzdem will ich ein Weibchen. Der Ele. Ist das ein Männchen? Oh, ich glaube ja. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Die Rhinos sehen aber auch echt toll aus, ne? Muss ich ja mal schon so sagen. Na, er ist aber deutlich weniger ausgeprägt von den Wangen her. Die habe ich nämlich auch relativ ausgeprägt gemacht. Bisschen schade, dass er kein Weibchen ist, ne? Noch erstmal ein bisschen hinlegen.
gepennt. Doch nicht. Naja. Ist ja schön, dass er freundlich ist, aber übertreiben sollte er es trotzdem besser nicht, der Löwe da. Wenn er zu nahe kommt, kann man das schnell mal missverstehen. Wir sind hier schließlich auf dem realistischen Server. Ja, ich bin bald adult. Wieso rede ich jetzt wie die Geister bei Phasmo? Adult. Naja, was soll's. Passiert schon mal. Kann ja mal passieren. Kann passieren. Naja. Unbedingt sogar. Brauch mal. Wir brauchen eins. Gucken wir mal, ob sich da was tut. Der Leo da oben mir gerannt ist. Sieht voll albern aus. Female Search. Das ist auch so ein Wort. Female Search. Ich glaube nicht, dass es das Wort gibt, das ist egal. Sieht irgendwie nicht so aus. Ich könnte ein Weibchen machen, aber hm. Ich brauche eins. Upside down. The plus is... Wie riesig bin ich bitte schön gegen dieses Gnu? The cycle was pointing up.
mich an. Ich bin ein Riese. Wie er schnell weggeht. Schön. Mach das nochmal und ich mach dich kalt, du. Nee, ich auch nicht. Mal hierher kommen. Oh, der nervt. Hält aber auch Abstand. Oh ja. Die Lion King Fans werden dieses Spiel lieben. Das tun sie auch. Das tun wir. Oh ja. I don't. Ah, okay. Bis gleich. Bis gleich, Type. Kein Weibchen da. La la la. Naja, noch nicht. Kommen wir auch noch hin. Lion. Okay. They try to get the
Wie nennt man denn das? Server? Weiß ich nicht. Da läuft da der Löwe. Taucht er also nur nicht in der Liste auf? S. Das ist der Server. Der du das Server. Ach so, man musste direkt die IP eingeben. Wusste ich nicht. Das ist ja scheiße. Okay. Ja, das ist Mist. Da ist jetzt natürlich weniger Spieler geworden, aber ich glaube, es werden wieder mehr. Ich gehe davon aus. Wie gesagt, wenn die Leute sehen, dass da regelmäßig einige Spieler drauf sind auf dem Server. Jetzt sind 24 schon. Als wir eingeschaltet haben, waren es 20. Das sind schon 4 mehr. Ach so. Ich habe aber nur 7. Zählen können wir schon mal. Wie sich das Fressen anhört. Crunch, crunch, crunch. Sehr knusprig, diese Gräser. Das ist so Schilfgras, glaube ich, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Oder ist das Elefanten? Nee, für Elefantengras ist es nicht hoch genug. Ich liebe es hier eh. Ich frage mal, ob er umziehen will. Klaro. Dann wandern wir und gucken mal. Bambus oder sowas, ne? So vom Stil, aber gibt's nicht.
wahrscheinlich nicht. Ich liebe auch das Wasser, wie das animiert ist mittlerweile einfach. Ja. Sounds good. Gehen wir da mal gucken. Los geht die wilde Fahrt. Fast umgerannt. Wieso sehen wir gleich aus? Ist doch langweilig. Achso, okay. Hä? Discord. Ah, die beiden Fettbacken. Am besten ist immer noch das Nilpferd. Ich möchte ich auch gerne mal wieder spielen. Unbedingt. Mir irgendwann mal besorgen wieder. Aber als nächstes, ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ich glaube nicht. Jetzt ist nämlich das nächste Tier schon angekündigt. Ein Krokodil. Das wird unheimlich, möchte ich schon mal sagen an dieser Stelle. Vor allem da kriegen die Löwen endlich mal einen ernstzunehmenden Gegner. Finde ich so, beziehungsweise alle, außer Elefanten vielleicht, die werden denen nicht ganz so viel Damage machen. Aber, Mann. Für die Löwen wird das krass. So, aber das war's jetzt mit dieser Folge wieder mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Ich nehme gleich die nächste Folge im Anschluss auf. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich, beziehungsweise bis zum nächsten Video. Tschüssi, ihr Lieben. Tschüss.